kurze Erklärung, wie ich jetzt die Videos schneide. Seht ihr jetzt unten die Leiste mit meinem Team Luxemburg Logo in der Ecke rechts. Und dann noch zum Schluss seht ihr dann, wie ich die beiden Dinger immer einfüge mit Follow Me und Let's Video und Abonnieren und so weiter. Und das war es jetzt mal dazu, und wir sehen uns dann später, wenn ich den Rest noch am PC mache, um das Video dann komplett fertig zu machen. Jetzt zeige ich euch, wie ich meine Videos hier am PC weiter schneide. Und deshalb drehe ich jetzt kurz die Kamera mal um. Ja, so sieht das ja aus. Jetzt hier das nächste Video. Da ist ja halt ein Titel, die ganze Beschreibung. Dann, was ich als erstes mache, immer, das heißt, ich suche mir das Thumbnail raus. Okay, das Thumbnail ist jetzt dieses hier oben. Das finde ich sehr gut. Und dann hier, ob es speziell für Kinder ist oder nicht. Mach schon mal nein. Das ist nicht speziell für Kinder. Dann kann ich jetzt noch die Altersbeschränkung aktivieren. Mache ich aber jetzt nicht. So. Dann hier hatte ich jetzt noch weitere Entscheidungen mit Menschenblocks und so. Das ist jetzt falsch. Musik. So. Hier könnte ich jetzt noch Aufnahmedatum und so weiter. Aber jetzt mal wieder zu der ersten Seite. Hier jetzt habe ich unten die Hashtags. Die Hashtags, die gebe ich jetzt mal ein und dann sehen wir uns wieder. So, da bin ich jetzt wieder. Jetzt habe ich hier die ganzen Hashtags unten eingegeben und dann gehe ich mal wieder auf Speichern hier oben. Und dann gehe ich nochmal zur nächsten Seite, hier zum Editor. So. Und dann hier ist jetzt halt das Video, wo ich dann nach und nach alles reinschauen kann. So, und jetzt hier zum Schluss müssen die ganzen Dinge noch mit Abonnieren und so weiter kommen. So, das zeige ich euch jetzt bei einem. Da gehe ich hier aufs Plus. Ich suche mal die gute Zeit hier wieder aus. So, die Zeit hier. Moment, jetzt ist das okay. Jetzt Moment mal hier. So. So, das wäre jetzt die Zeit und da haben wir jetzt 3:46:17. So, wenn ich hier auf Vorlage anwenden, dann halt die Zeit aus dem 3:46:17. So. 17. So, das mache ich jetzt bei allen und dann sehen wir es mal wieder. So, das habe ich jetzt fertig und so sieht das dann am Ende aus. Zeige ich das jetzt mal. So, halt das, was ihr sehen würdet. So sieht es aus hier mit Vanessa Sinzestaurin von TikTok. So, das dann natürlich auf Speichern. Und dann gehen wir nochmal in Teils, dann fehlt nur noch die Playlist eigentlich. Das ist ja ein Song und es ist live. Und es ist auch von den neuen Songs auch noch da dabei, in die Playlist rein. Und dann natürlich, weil es ja nächsten Freitag erst rauskommt, Veröffentlichung festlegen. Das ist dann am 31. nächsten Freitag und dann halt die Uhrzeit 18 Uhr, so, dann fertig und speichern und dann kann ich hier auch schauen, da steht dann geplant und so, so. Und jetzt zeige ich noch zwei andere Sachen, wir sehen uns gleich. So, hier sind wir jetzt zum nächsten Schritt. Jetzt zeige ich euch, wo verschiedene Musikstücke für meine Videos auf meinem Kanal entstanden sind. Als Beispiel bei dem Medley von Wolkenfrei, was ich mal hochgeladen habe. Diese Musik ist hier an meinem Mischpult entstanden. Das kann ich euch jetzt mal kurz zeigen. So, hier ist das alles entstanden. Oder ganz normal mein Mischpult, dann habt ihr hier die Lautsprecher und so, die Kopfhörer
und die Lautsprecher, alles. Da noch ein Bild von Vanessa. Wie soll es auch anders sein? Aber gut, hier ist die all die verschiedene Lieder, wo ich zusammengeschnitten habe, für meine Videos sind halt hier entstanden. Ja, hier halt nochmal dann die Seite mit dem, ja, PC und so weiter, mit den ganzen Fotos und das alles. Den ganzen Poster von Vanessa. Und ja, jetzt zeige ich euch eigentlich noch das allerletzte. Das sind die Videos, die mit dem beweglichen Hintergrund, die ich immer hochgeladen habe. So wie zum Beispiel die Danke-Videos, die ich gemacht habe. Und an dieser Stelle auch nochmal Danke an jeden einzelnen von euch, dass wir in so kurzer Zeit so groß gewachsen sind. Das ist wirklich so geil mit euch. Das macht mir so viel Spaß mit euch. Und deshalb nehme ich auch an dieser Aktion teil. Aber jetzt wieder zu, wie die Videos entstehen. Das ist halt mit dem Greenscreen. Ich zeige euch das mal kurz. So, das ist der Greenscreen. Das heißt, mal kurz gezeigt, ich drehe wieder kurz die Kamera. So, wir haben den Greenscreen jetzt gesehen. Das heißt, wenn ich dann meine Videos aufnehme, dann stehe ich halt davor. Und alles, was grün ist, wird nachher im Schneidprogramm rausgenommen. Und dann, das kann man dann für einen x-beliebigen Hintergrund ersetzen. Das heißt, wie ich letztes Mal gemacht habe, im wirklichen Hintergrund, ich könnte jetzt einen Videoclip von Vanessa Mai oder so da hinsetzen. Oder irgendein Publikum halt. Ich könnte halt alles da reinsetzen. So, und das, was man jetzt zum meinem Video von der Live in a Day Aktion. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und für den Greenscreen, da kann ich, wenn ihr wollt, nochmal ein genaues Video machen, wie das im Detail funktioniert. Aber jetzt war es das erstmal mit diesem Video. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Danke. Tschüss.